So, meine lieben Freunde. Pokémon Stadium. Ich hoffe, das klappt mit dem Shave. Mit dem Safe. Ist das Bild gut? Kann man alles sehen? Wieso passiert nichts? Na los. Hallo? Wir starten mal neu. Technical Difficulties. Nochmal. Gar kein Problem. Yes. So. So. Die Arenaleiterburg wird jetzt fallen. Ja, perfekt. Bild ist gut, Ton ist gut. Ton ist wahrscheinlich ein bisschen laut, ne? So. Ich entschuldige mich dafür. Ist der Ton jetzt gut? Okay. Registrierung. Pokémon-Registrierung. Yes. Sehr gut, alles drin. Yessi. Mlem. Schneekers. Rumpel. Knäckeltot. Okay. Ja, Ton ist gut. Sehr schön. So. Okay. Los geht's. Registrierte Pokémon-Teams. Gucken, wie einfach respektive schwer das wird. Ja. Gucken, ob ich das schaffe. Puh. Jesse. Lem, Schneekers. Und die Underdogs los schicken. Live aus der Burg der Arenaleiter. Ein mutiger Herausforderer möchte im Kampf gegen die Besten der Besten bestehen. Habt ihr eine Chance? Hört man den Announcer gut? Das ist das Wichtigste. Rüstung ist wieder on fleek. Welch furioser Blitzer. Und die Rupelrüstung regelt. Könnte ein Ticken lauter sein, okay. No problem. Ich mache ein Ticken lauter. Trinkfrei für Safcon. Das ist ein Shiny Safcon. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Nein. Konsaf. Wie kommt denn das? Nein. Das sieht gar nicht gut aus. Es verbessert seine Verteidigung. Yes. Ein sehr rasanter Kampf. Also wie gesagt, die Nuzlocke-Pokémon Rot ist offiziell beendet. Fehlen noch 6 Generationen. Die Farbe von Pyldraup war hübsch. Ja, ne? Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Shiny Sakon sieht by the way ziemlich cool aus. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Ich glaube, es hieß Pyraub. Wow! Eine sehr effektive Attacke. Das sind echt abgefuckte Käfer-Pokémon, wenn die Borschnabel von einem Yessi tanken. Der Kampf wird immer monotoner. Wird nicht monoton. Du bist monoton. Ja, die Stadium-Shiny sind was Besonderes. Ich frage mich, ob Shiny-Pokémon im Pokémon Stadium 2, also
legit Shiny Pokémon, die Spitznamen haben, auch eine leicht veränderte Shiny Palette haben. Erlauben. So, ich musste kurz einen Post erlauben. Shiny Smitten gefällt mir leider nicht. Also das echte Shiny. Monoton und unfähig, hehe. Es scheint keine Continuous zu geben. Oder habe ich da gerade nicht richtig hingeguckt? Ja, also, das ist ja wohl mal mega einfach. Bam, 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 bam. Ich dachte, sieht aus wie das aus dem Anime. Nee, leider nicht. Abgefucktes Duflor. Im Übrigen, Jesse, ich habe das letzte Pokémon, also von Gary, also Bisaflor, mit Blutsauger besiegt. Wow, es hat nichts abgezogen. Damn. Der Kampf wird immer intensiver. Mit der unnützesten Attacke ever. Das stärkste Pokémon im Spiel mit einem Crit-Blutsauger, das stimmt. Hoffentlich hat der Typ hier keinen Bisasam dabei, sonst weine ich. Warum kannst du Bisasam nicht leiden sehen? Das ist okay, es wird nicht lange leiden. Ich gebe mir größte Mühe, es nicht zu sehr zu quälen. Dass er mit seinem Scheiß starre Spur getroffen hat, kostet nur Zeit. Es ist paralysiert. Es wird schnell und qualvoll sterben. Hey, besser als langsamer und qualvoll. Komm, you Freak, aber wenn ein... Wenn in einer Pokémon-Arena... Was der Bisa... Was ist das? Perfekter Treffer. Aber wenn in einer Pokémon-Arena die Bisa-Reihe sitzt, lasse ich die Arena in Frieden. Ha! Also weiß ich zumindest, wie ich mich für immer von deinen Angriffen in der Pokémon-Arena verteidigen kann. Pokémon Go, I know, I know. Kann ich bitte einen Clip von diesem Was geht ab haben? Gibt's bestimmt online irgendwo, oder? Die gerippten Soundfiles. Der Angriff war nicht gerade effektiv. Was nun? Mitten ins Schwarze. Das war ein Crit. Ich zieh's mal durch. Was passiert jetzt? Die Attacke war nicht sehr effektiv. Was ist das? Ein guter Treffer. Ein Kämpfer ist noch fit. Der andere scheint beinahe besiegt. Ich glaube, Luke möchte. Luke möchte. Den Clip als Soundfall für sein Handy oder so haben. Oder du guckst nachher beim On-Demand, scrollst da durch. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Ringfrei für Fahrrad. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Was nun? Ja, ein Treffer. Okay, kein Bisasam zu Schaden bekommen. Eine sehr effektive Attacke. Unglaublich, mit einem Schlag besiegt.
Aber dafür so viele andere Pokémon. Der Kampf ist vorbei. You're wasting my time. Jetzt muss ich gegen einen Pathfinder kämpfen. Mein Chat laggt wieder. Aber Twitch scheint die Probleme mit dem... Boah, so viele Rüstungsdiktas. Bei Twitch scheint das Problem mit den... Moment. Mit der Upload-Dingsy erledigt zu haben. Vorletzte Trainer betritt den Ring. Nach diesem Kampf wartet das Finale gegen den Arena-Leiter. Yes. Übrigens, morgen geht es mit Gen 2 weiter. Keine Pause, gleich Gen 2, weiter geht's. Nuzlocke, Pokémon Kristall. Jetzt kann ich schreiben, sehe aber nicht alle anderen Nachrichten. Welch furioser Blitzstart. So. Morgen bin ich nur bis 21 Uhr dabei. Ja, morgen ist aber Sonntag, das heißt, ich starte etwas früher als sonst. Nun kämpfen zwei Pokémon verschiedener Elementklassen. Was nun? Das war eine Schwachstelle. Jetzt hieß es sehr egoistisch, nur ein Pokémon zu lieben. Das war Spaß. Es ist genau richtig. Glurak ist das beste aller Pokémon. Punkt. Nein, das ist gar nicht. Bei mir kommen auch gerade keine Nachrichten an. Okay, dann mache ich Radio. Dann mache ich Chatradio. Ist doch auch in Ordnung. Soll keiner hier untergehen. Die Pokémon auf der Reservebank werden. Ich gebe euch dazu noch lustige Stimmen, wenn das in Ordnung ist. Limali. Muss ja morgen leider wieder arbeiten, in Anführungsstrichen. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Hyperstrahl? The fuck? Was passiert jetzt? Aber gar nicht so dumm. Ein schwerer Treffer. Wie kommt denn das? Perfekter Treffer. Limali, text du Dennis? Haha. Kann man so sagen, ja. Text-to-Dennis-Speech. Wie ist das hier, wenn ich verliere? Muss ich dann einfach die Arena nochmal herausfordern? Wahrscheinlich, ne? Das heißt, ich muss alle 4 Kämpfe in Folge gewinnen. Boah, ich mach dich richtig alle mit Aiken. Aiken, Lem und... Yes, Rumpel, Entschuldigung. Boah, geil, Arena-Leiter-Motten. Nee. Was sagt der da, dem Surfer zum Gruße? Warum haben nur Boden- und Gestein-Pokémon abgefuckte Texturen? Trinkfrei für Vulpix. Mit Surfer zum Sieg? Ich glaube nicht. Ich glaube, der sagt dem Surfer zum und das letzte verstehe ich nicht. Es hat kaum Energie verloren. Wie kommt denn das? Dem Surfer zum Fuße. Vielleicht, aber dem Surfer zum... Aber was ist denn dem Surfer zum Fuße? Dem Surfer zum Fuße. Weil er mit den Füßen... Achso, ich muss die Stimmen geben. Scheiße, ich vergesse, Stimmen zu geben. Jojo. Mit Surfer zum Sieg. Jesse. Dem Surfer zum Fuße, oder? Weil er ja mit den Füßen auf der Welle steht.
Blue Yeti. Ja, Jesse, glaube ich schon. Jesse. Und Surfer im Fall der Name der Attacke ist. Weiß ich nicht. Vielleicht sag es jetzt nochmal. Ein harter Treffer. Nein. Er predicted lieber. Genau auf die Schwachstelle. Karo, das hat nicht gerade lang gedauert. Das war Level beendet. Level beendet. Okay, das habe ich auch noch nicht so noch nicht gehört. Ist doch kein Level, ist doch eine Arena, Junge. Hier, nur Boden-Pokémon haben abgefuckte Texturen. Okay. Misty. Ah, okay, dann kann ich also sogar andere Teams noch nehmen. Rein terroristisch, okay. Die Stimme, die du Alex gegeben hast, gefällt mir. Ho, 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 ho. Ich glaube, er hat damit gerechnet, dass ich ihm diese Stimme gebe. Boah, ich weiß, was ich mache. Ich mache Lorelei-Taktik. Rotter. Okay, Amnesie. So. Fischers Fritz, Fisch, frische Fische. Von Alex. Für die, die es nicht mitbekommen haben. Es verbessert seine Spezialattacke. Ja, machen wir weiter, Geowurf. Der Kampf wird immer gar kein Problem. Die halten sich mit Drohgewehren an. Geschick. Wenn ich mir den Namen der Pokémon so anschaue, Jojo hat doch bestimmt als Knirps für die gearbeitet. Es greift doch immer nicht an. Ich glaube, von Jojo stammt der Knecketod, ne? Ne, von Alex? So hat alles angefangen von Jesse. Wer hat denn... Ne, Alex hat Knecketod gemacht. Alex, ne? Doch, ziemlich sicher. Knecketod. Knecketod war Alex. Von Limali. Unglaublich. Leider kam Knecketod nicht von mir. Okay. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Sie begeben sich in Kampfposition. Irgendwann habt ihr alle Kopfstimmen von mir, wie ich eure Stimmen nachmache. Es muss jetzt einiges wettmachen. Es ist fucking Carpador. Schneekers war ich. Schneekers war ich. Was? Wie kommt denn das? Hat er gerade den Trainer gemockt? Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Hat er gerade den Trainer gemockt? Gemobbt? Das hat nicht gerade lang gedauert. Wie kann man nur Platscher einsetzen? Immer weniger. Ich fass es nicht. Was ein Noob. Ring frei für Schiller. Oh mein Gott, das ist so witzig. Einseitig. Es gräbt sich in den Boden. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich Amnesie. Aber egal. So sieht es aus. Oh, die Attacke ging daneben. Sie schenken sich wirklich nichts. Er hat gerade richtig den Trainer gemobbt. Gefällt mir. Ein guter Treffer. Ein harter Treffer. Eine volle Breitseite. Rum, die Dampfrappe. Danke, Alex, für den Clip. Ich mag die Arenen hier voll. Ich wünsche, das wäre im Premium Adress Cup und im Pokémon Cup, hätten die auch verschiedene Arenen gehabt. Die sahen alle gleich aus. Das fand ich langweilig. Also ist gegen den Pathfinders. So. Ach, Uffpummel ist dabei. Da kann ja nichts schief gehen.
Ich glaube, wir gehen da mal mit Rumpel mit rein. Rumpel, Jessie und... Ach, was soll's denn, Schneekers? Gehe duschen. Dienst mal wieder als Hörspiel. Guten Dusch. Warum hat Shiggy keine Flügel, Sherlock schon, Totok nicht? Hallo, Brother Nox. Schön, dass du da bist. Falls du dich wunderst, ich muss als Radio funktionieren, weil nicht alle Chat-Nachrichten sehen. Ich weiß nicht, warum Shiggy keine Sherlock schon, Totok nicht. Ich weiß warum, weil Sherlock oder Totok mal anders aussehen sollte. Da gab es mal so Beta-Content zu, der nie veröffentlicht wurde, und da sieht Totok etwas anders aus. Ich bin schon die ganze Zeit da, aber der Chat war kaputt. Okay. Geil, das heißt, du hast auch die Top 4 gesehen? Das könnte ein einseitiger Kampf werden. So. Ja, wir haben heute alle unseren Spaß mit dem Chat. Das schließt mich mit ein. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Nee, das nicht. Okay. Was nun? Dampfhammer! Ha, das hat nicht viel Schaden angerichtet. Es erzeugt eine Rauchwolke. Seine Genauigkeit ist dahin. Ein sehr rasanter Kampf. Sie heizen sich mit Drohgebären. So, bitte einfach treffen. Wenn, wie kann Erdbeben daneben gehen? Oh, die Attacke ging daneben. Oh, ich habe in der falschen Richtung die tektonischen Platten verschoben. Aber es hat ja jeder überlebt. Ja. Hat es. Jeder hat überlebt. Also passt schon. Von jedem anderen hätte ich das als Aussage der Zufriedenheit... Ach, komm schon. Als Aussage der Zufriedenheit wahrgenommen. Bei dir weiß ich... dass das, also passt schon, nur darauf gemünzt ist, dass du nichts verpasst hast, dass die schönen Momente gar nicht stattgefunden haben für dich. Aber das ist okay. Der nächste Kämpfer macht sich bereit. Jessie. Sie begegnen sich in Kampfposition. Ringfrei für Ibitak. Beide Pokémon gehören so völlig verschiedenen Elementklassen. Wenn... wink, wink. Wenn ein Erdbeben von einem Dickter Seemon nicht one-hittet, beziehungsweise noch nicht mal 50% Damage macht, dann mache ich jetzt erstmal nicht fliegen und gucke, was Borschnabel so anrichtet. Okay. Der hat es auch mit seinen Stat-Drops. Was passiert jetzt? Deine Geschwindigkeit ist gesunken. Yes. Burschnabel. Simon hat sehr ausgeglichene Werte, deswegen nicht so verwunderlich. Okay. Nur noch ein Pokémon ist übrig. Sie halten sich mit Drohgebären. Zedra King ist mir für seine Typ-Kombo auch sehr... Etwas zu tanky. Seedra King meine ich. Was habe ich gesagt? Ist auch egal. Auf Pummel! Zwei gegen ein Pokémon. Der Kampf geht weiter. Baller weg, die Ömmel. Hier ist der andere. Ein böser Treffer. Ich finde, Borschnabel sollte bei Pummel auf eine K.O.-Attacke sein. Ein gleichzeitiger Blitz. Deine Genauigkeit ist dahin. Sie so ein richtiger Statboy hier, ne? Stehen sich gegenüber. Wie kommt denn das? Oh, die Attacke ging dann nicht. Och, Risikotackle. Risikotackle. Boah. Ja, ein Treffer. Ein sehr rasanter Tack. Der Rückschussstein fühlt sich dann, als wäre das einfach gar nichts in Gen 1, ey. Ein harter Treffer. Oh. Ziel verfehlt. So sieht es aus. Zumindest Wert und Spitz. Ja, ein
was Threads angeht. Die KP sind niedrig, aber bei den anderen wird es eine Frage auf Schraube 95. Beide Trainer schicken ihr letztes Pokémon in die Arena. Statboy. Statboy klingt wie ein Rapper-Name. Statboy featuring Aiken. Okay, ich habe keinen Bock mehr, euch Stimmen zu geben. Geht denn bei euch der Chat wieder? Seiten haben nur noch ein Pokémon übrig. Nun heißt es alles oder nichts. Schneekers regelt. Mal ja, mal nein. Bei mir geht ja die ganze Zeit. Gerade geht es wieder, ja. Okay. Zurückgeschreckt. Schmerzhafte Erfahrung. Der Kampf wird immer intensiver. The best kind of not working. Okay, das müsste ich kurz machen. Arbok sollte länger sein. Es ist auch etwas, das ich sehr, sehr oft bemängle an Arbok. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Ja, bei mir spackt es auch immer mal zwischendurch. Miauts, genau. Okay, Schwimmer. Was machen Sachen? Der dritte und vorletzte Trainerkampf in dieser Arena beginnt. Nach diesem Kampf wartet der Arenaleiter. Yes. Er hat Kiemen. Echt? Da muss ich gleich nochmal auf das Sprite gucken. Die heizen sich mit Drohgebärden an. Die erste Attacke. Wenigstens wird das hier in Kombi angezeigt und nicht immer ein Hit, noch ein Hit, noch ein Hit. Menki. Beide sind sehr vorsichtig. So. Was nun? Ob Schneekers Kiemenbiss kann? Was ist denn Kiemenbiss? Es konzentriert sich voll auf seinen Status. Ein sehr rasanter Kampf. Ich meine, ich verstehe, dass die Menki Kiemen namens Switch kacke, aber. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Was passiert jetzt? Attacke von den geilen Fossilien. Echt? Ha! Kiemenbiss ist die Signature-Attacke von den Fischfossilmons. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Doppelte Stärke, wenn du zuerst angreifst. Boah, was ist die Grundstärke? Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Nitasamo. Ach, das ist ein Multi-Attack-Boy. Nani? Typ? Genau, okay, das ist die OP-Attacke von Dracofish. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Choice Scarf, Kiembiss oder was? Wasser. Boah, plus Tap. Plus Tap, Choice Scarf, bam. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Der hat nur Multi-Attacks. Nerv mich nicht mit deinen scheiß Multi-Attacks. Ein guter Treffer. Frisch gekillt. Donnerblitz. Perfekter Treffer. K.O. Das hat nicht gerade lang gedauert. Nein. Der Kampf ist vorbei! Okay, Misty.
Pestkragon ist im CP1 der meistgenutzte Immunes mit Wahlband im Regen und tötet das Aggro. Damn! Ist Agostella nicht die Festung? Jetzt abgesehen von dem Fossil aus Gen 4. Übel. Das ist sogar nicht sehr effektiv. Damn. Was ist denn da passiert? Okay, Totok, Stami, Seba, Stern, du Anton Job. Ach, nehmen wir den Aiken mit for good measure. Deshalb sieht man das immer auf jeder Liste von Teams. Welche Tricks hat der Herausforderer auf Lager? Kann der Junge des nassen Elements das Wasser reichen? Oh, den hat er von dir, Jojo. So. Oh, und Missy, den kann man schon. Stimmt. Na, nie. Geht so. Ich überhole eh nicht, von daher. Oh, irgendwie. Moment. Ich habe einen Sound ausgemacht. Weil mir zu der Art und Weise, wie das Ding da im Synthesizer gemacht wurde, wiedergegeben wurde, es erinnert mich sehr stark an diesen Song. Lassen wir den mal an. Ist das schön laut? Ja, reicht. Das ist ein Gummihühnchen, by the way. Ist er, der müsste Mister heißen. Ich reiche Misty das Wasser und gebe es ihr über den Kopf. Aber dann ist der Kommentator weg. Das werdet ihr einen Kampf lang überleben. Das Huhn ist einfach zu geil. Oh nein, es ist vollständig paralysiert. Ich kann auch den Kommentator machen. Was ist das? Das hat nicht gerade viel Schaden gemacht, ey. Boah, der kann immer noch nicht laufen. Da kommt Stami, macht Sternschauer. Oh, jetzt macht er einen Donnerblitz. Oh, das war richtig. Hat in die Fresse geboxt mit seinem Donnerblitz. Aber das hat nicht gereicht. Jetzt sind wir alle uncommented. Oh, das ist noch ein Sternschauer in seinen Sack rein. Aber er ist leider noch vom Kopf abwärts gelähmt. Oh, das ist echt langsam langweilig. Setze mal was anderes ein hier. Scheiße Pokémon. Boah, der setzt auch immer nur Donnerblitz ein. Langweilige Scheiße hier. Aber wenigstens hat jetzt besiegt. Ich finde, so sollte das immer kommentiert werden. Okay, welche Pokémon setzt jetzt als nächster ein? Ist bestimmt Wasser-Pokémon. Wetten? Ja, sage ich doch, Turtok. Okay. Was macht der Trainer jetzt bestimmt als nächstes? Ich weiß wirklich nicht mehr. Oh, Geowurf. Oh nein. Es zieht immer genauso viel ab, wie ein KP-Level 100 hat. Aber dafür kommt jetzt ein Donnerblitz ins Gesicht. Galaxo ist jetzt der Dönerblitz. Max Speed mit Max Scharf. Mit Max Scharf. Wetten?
Boah, da bekomme ich Kopfhörer, ich muss dich muten, sorry. Okay. Es tut mir leid. Es ist nur noch das SEPA. Von meinem Kommentar oder von dem Songte? Boah, so... Oh! Entschuldigung, da ist mir kurz der Controller runtergefallen. Ich meine, die Stimme ist scheiße, aber die Alex-Stimme war okay. Du fuhrst aus hier im Blut und schäm dich. Es tut mir sehr leid. Oh, was ist das? Ein Golbert mit einem langen Zungen. Oh, richtig schön mit Zunge rein in den Kopf. Die Musik tut weh, nicht deine Stimme. Okay. Die ist super. Die ist super. Dafür hört ihr jetzt auch nicht mehr mein geiler Kommentar. Hat er mich gerade gewone-shottet? Na. Ja, die Musik ist schon anstrengend. Die Musik ist super. Beide Seiten haben nur noch ein Pokémon übrig. Nun heißt es alles oder nichts. Jetzt macht mal einen Punkt. Das ist Kunst. Ein kraftvoller Angriff. Ja, ein Treffer. Das ist Kunst. Aiken, enttäusch mich nicht. Ein sehr rasanter Kampf. Dafür habt ihr jetzt den geilsten Kommentator der Welt nicht mehr. Es tut mir ja sehr leid. Erdbeben. Ein guter Treffer. Oh, ist das Ende? Von mir aus Kunst finde ich auch oft hässlich. Kunst ist nicht immer gut. Diese Kunst ist immer gut. Level beendet. Wäre geil, wenn der Kommentator einen bestimmten Trainer nur mobben würde, egal was er macht. Wie kann man nur Platscher einsetzen? Wie kann man nur Donnerblitz einsetzen? Wie kann man nur Parasekt einsetzen? Immer derselbe Satz. Wenn es Aua macht, wird es ausgemacht. Nein, du musst durch. Du hast. Okay. Du musst lernen, die Schmerzen zu ertragen. Parasekte war super. Es ist auch kein Mob gegen Parasekt, sondern gegen den Trainer. Nee. Matrose. Doc Hobby. Knecketot, Aiken und... Boah. Jesse. Charmus ist auch so ein geiler Name. Pischbo und Schützer, das ging schon ab in Gen 1. Aber es war slow, ey fuck, oder nicht? Charmus ist ein interessanter Name, ja. Beste Name. Choloma. Den kann ich auch wegstärken. So. Vorhin gelassen und du hast nur bis zur vorletzten Entwicklung. Nö. Nee. Das machen wir mal nicht. Aber danke für deinen Beitrag. Ein kraftvoller Angriff. Dampfhammer. Dann sieht man mal Glutex bei der Top 4. Das stimmt, das ist tatsächlich sehr selten, weil es echt schlimm ist. Choloma klingt wie eine Krankheit. Der Rückstoßschaden in Gen 1 war ein Witz. Übel. Ja, ein Treffer. Oh, ist das Ende? Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Die Kämpfer. Galaxio liegt gechillt aus seinem riesigen schwarzen Laken. Ring frei für Ektoron. Es muss jetzt ein Kronentor.
Dronentor. Schade. Ich habe nicht oft gegen Enteron gekämpft. Ich kann dir tatsächlich jetzt, ich kann euch tatsächlich jetzt gar nicht sagen, wie seine Defense-Werte sind. Ich habe, ja, wir schicken mal Jesse an den Front. Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementklassen an. Die Befehle wurden erteilt. Was nun? Ein guter Treffer. Es ist ein guter Treffer. Bitte keine Initiative. Drop, bitte. Danke. Die schenken sich wirklich nicht. Ich versuche mal einen Crit mit Fliegen. So. Es steigt in den Himmel empor. Was ist das? Ein Kannibal. Die Attacke ging daneben. Ein sehr rasanter Tag. Dieses Wort Elementklassen triggert mich echt jedes Mal wieder hart, dummer Amateur-Announcer. Na, wer wird denn so gemein zum lieben Announcer sein? Pokémonze waren damals halt noch nicht so etabliert. Kann der Narrator nichts zu. Ne, die richtig hart getriggert. Das ist einfach nicht so elitist. Soll ich das mal von Pablo erklären? Ja. Stimmt, Pablo hätte das auch echt richtig schlimm wütend gemacht. Er hätte in die Finger gehoben und hätte gesagt, ich protestiere. Und womit? Mit Recht. Pablo ist 7 und kriegt das hin. Yeah, Krabhammer. Fancy. Oh mein Gott, diese Attacke ist wirklich cool. Pablo 7 kriegt das hin. Ja, Kaiju ist schon groß und 4. Ein guter Treffer. Yeah, Krabhammer. Wie kommt denn das? Mitten ins Schwarze. Oh, Nanda da. Bikrab. Bikrab hat richtig gut zugehauen. Okay. Ja, ich hab Aiken. Kai hat so eine Art Wachstumsstörung. Das heißt, er ist dafür, dass er 4 ist, zu groß, oder er ist dafür, dass er 18 ist, relativ geistig hinterher. Beides, okay. Wenn er groß ist und 4, dann stimmt was nicht. Erdbeben. Ja. Ja, ein Treffer. Wow, auf die Bretter. Das war der Kampf. Pablo ist Elitist. Pablo ist wirklich Elitist. Pablo ist richtiger Elitist. Bitte, Pablo hat BWL studiert. Boah, Rumpel rasiert. Keine Challenge. Zum Thema Kaiju schicke ich mir was in die Gruppe. Okay. So. Oh, da hat jemand definitiv das falsche Pokémon aufgewählt. Welch furioser Blitzstart! Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Ringfrei für Porygon. Moinsen. Ah, hallo Leo, was geht ab?
Du hast leider das Finale verpasst. Es tut mir ja sehr leid. Ja. Niemals wird Caillou zu One Punch Man. Niemals. Triplette ist so eine geile Attacke. Ohne Witz. Rip. Du hast eigentlich nicht viel verpasst. Ich bin komplett... Ich habe komplett durchrasiert. Komplett. Wie kommt denn das? Ja, ein Treffer. Oh, ist das das Ende? Brother Nox Handy Proll. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Level 55 hätte gereicht. Ah, weiß ich nicht. Dann passt der Farbe ist Porygon. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Wie gesagt, ich wünschte mir, dass die... ah, geil. Ich wünschte mir, dass... tatsächlich... Moment, hat Elektroball... Ah ja, Elektroball ist scheiße schnell. Ich wünschte, dass es wirklich so wäre, dass in Pokémon-Spielen die Pokémon so leicht unterschiedliche Farben hätten. Das wäre so geil. Wenn das mit den Sprites schlecht machen konnten, okay, aber jetzt können sie das ja mit den 3D Boys and Girls. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Dir kann ich ja sagen, Macho Man hatte keinen Steinhagel. Ja, und Yugong hatte offensichtlich keine Attacke zum Einfrieren. Oh, das ist ein Fall für Rumpel. Für Rumpel, für Aiken und für Knecketot. Los geht's. Der dritte und vorletzte Trainer. Den Namen von Balektro haben sie von Pokémon Stadium geklaut. Das stimmt. Kamufu. Jürgen hatte nur Aurora-Strahl. So. Ja, die AI war so dumm, dass sie mit vollen KP Erholung eingesetzt hat. Oh, das wollte ich gar nicht. Es gräbt sich in den Boden. Es gräbt sich in den... Wenn ich jetzt Erdbeben eingesetzt hätte, es wäre so geil gewesen. Wobei, ich hätte es zuerst getroffen, das wäre tot gewesen. Oh shit, die ja schon gut wieder los. Bei mir nicht. Also, drück mal F5. Ich habe keine Skipped Frames. Yes. Der nächste Kämpfer macht sich bereit. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ich hab Standbild. Nani? Das ist absolut ausgeschlossen. Wie kommt denn das? Ich liebe die Quotation. Dings nicht davor. Revolutioniert wurde das 3D-Design, als Künstler Dennis D. den Begriff 3D Boys and Girls einführte und somit die veraltete Bezeichnung Model ablöste. Hätte ich schon genug Leute für Fanart, würde ich mich selber über die anschließenden Fanart-Bilder freuen. Ein sehr hübsches Fukano. Und warum? Ich will nicht reloaden, dann spackt der Chat wieder. Verstehe. Das hat mich gerade lang gedauert. Bei mir ist der Stempel gerade eine am Boden liegendes Ponita. verendetes Pferd. Ist ja geil, wenn der ganze Kampf so totes Ponita liegt. Krieg ich gleich Bock auf Lasagne. Maya Bobby. Okay, mit Elektroball kannst du meinen Rumpel überholen. Aber ist egal, ich habe Fahrrad dabei. Jetzt Armored Dicke 3. Okay.
mir hat die Ansprache für Misty besser gefallen, weil er da auch noch einen Pun reingebaut hat. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Das nenne ich einen Blitzsieg. Blitzsieg! Ah, ganz ehrlich, Leute, ich bin echt froh, dass dieser Nuzlocke-Druck vorbei ist. Gut, dass er morgen weitergeht, ja? Schön, ich freue mich. Schön, mit den zwei. Du willst zwar kampfsystemmäßig nicht so viel mit Bullcrap zu tun haben, aber dafür einfach auf anderen Ebenen, wie zum Beispiel der Levelkurve. So manch guter Fahrradwitz macht diesen Channel wahrlich besonders. Vielen Dank. Ich habe vom Besten gelernt. Blitzkrieg! Oh no, Erdbeben. Hab es gewagt, Chat, geht noch. Spiel, Satz und Sieg. Magie verendet auch richtig schlimm. Warum haben die Arena-Leiter keine Spitznamen für ihre Pokémon? Lieben die ihre Pokémon nicht? Ich mag Raichus Design. Und ich mag auch, dass Raichu immer noch fett ist. Nichts wertet eine Community mehr auf als ein gut platzierter Fahrradwitz. Erdbeben, das war auch mein Gen 1 Motto. Ich finde Gen 1 tatsächlich leichter als Gen 2 zu spielen, weil man selber auch Zugriff auf Bullshit hat und die Gegner Moveset kacke sind. Ja, aber dafür ist alles andere extrem tedious. Dieses ganze Rumgelaufe und richtig, er hat gerade eine richtig fancy Rüstung an den Diktri. Gegrinde und so. Ich meine, das gibt's in Jensa wahrscheinlich auch, aber ja. Du hast von Major Bob den Schlüssel zur Erikas Turm erhalten. Erika. Jetzt wünsche ich, hätte einen Glurak. Weil es so ein schönes Fail hat. So. Rasieren wir durch. Überhaupt gar kein Problem. Boah, sie hat Uffpummel. Und wie ist das andere? Uffknuddel. Uffpummel, Uffknuddel, Livo, Gossotra, Raspa und Flatzrad. Es gibt nur das eine Team. Beide Uffs. Die sind da eingeschlossen. Ich hoffe. Richtig schön fetischlastiger Gefängniskrieg. Big Uff. Ich hab dich im Hintergrund laufen, muss noch was Wichtiges fertig machen. Alles gut. Ich bin das gewohnt. Big Uff, beide Uffs. Ich grind in Genesis tatsächlich gar nicht, außer vor dem zweiten Rivalenkampf. Top 4 geht auch mit Level 45 bis 50 ganz gut. Mom, Jojo flext! Üff. Okay, jetzt können wir warten, bis Diktrich stirbt. Es ist so eine Säule. Warum machen die nicht gleich Insta-Death daraus? Nein, es ist It's Only the Beginning. Es sei denn, der scheiß Uffpummel freest mich ins nächste Zeitalter. Es muss jetzt einiges wettmachen. Nun heißt es 2 Pokémon gegen 3. Ich wünschte, sie hätten damals nicht den Typen Drachen genannt, sondern Typ Dino. Weil viel mehr Pokémon auch Dinos sein können, aber keine Drachen sind. Versteht ihr, was ich meine? Bestimmt, oder? Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Oder Reptil oder so. Weil Reptile sind auch schwach gegen Eis, weil es Kaltblüter sind. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Die Befehle wurden erteilt. Ihr versteht bestimmt, was ich meine, oder? Das abgesetzt.
Wie geil wäre es zum Beispiel gewesen, wenn Turtok auch Typ Reptil gewesen wäre? Oder was weiß ich. I don't know. Ein Dino ist doch bloß ein Drache ohne Flügel. Ja, trotzdem. Oder Glurak oder Bisaflor. Ja, warum nicht? Alle Starter sind auch Typ Dino. Das wäre mega gewesen. Ich hätte Surfer einsetzen sollen, ne? Egal. Oh, du Doppelteam-Spacken. Ich hätte es cool gefunden, wenn sie die Monstergruppe Kaiju als Typ gemacht hätten. Alles kann ein Kaiju sein. Sind Kaiju nicht einfach nur normale Wesen, also riesige Wesen? Der Gesichtsausdruck von diesem Evoli macht mir so ein bisschen Angst. Das Geile ist, die haben die Models aus... Oh, das sah richtig abgefuckt aus. Leider kann ich das nicht stoppen und zurückspulen. Egal. Die haben für die Pokémon Colosseum-Teile dieselben Models, Entschuldigung, 3D Boys and Girls verwendet, die auch für die Stadium-Titel verwendet wurden. Vielleicht haben sie den Polygon-Count nach oben gedreht, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Aber auch da sieht Evoli sehr, sehr furchteinflößend aus. Typ Monster, lel. Nein, Reptilien sind geil. Ich liebe Reptilien. Duschstern Gingol Dudo Dudo Bogatau Hornri, auch interessant. Tiny Dra Südberlin. Aber nicht alle. Bogatau ist kein Problem mit Hornry. Alle Rebab. Sieht exakt gleich aus. Ich habe Pokémon XD erst vor 2 Monaten wieder mal gespielt. Ja, ne? Aber es fällt einmal Pokémon XD sofort auf, im Gegensatz zu Pokémon Colosseum, weil Pokémon XD mit diesem Kack-Evoli anfängt. Bei Colosseum hast du ja noch hast du ja keine Evolis, da hast du gleich Psyana und Nachtara. Und ich weiß nicht, ob sie dafür extra den Poly... Wow, warum habe ich jetzt Donnerblitz eingesetzt? Egal. Und die haben da, weiß nicht, ob die bei Nachtara und Psyana den Polygon-Count nach oben gedreht haben. Ich weiß es nicht. Aber da fällt es halt nicht so auf. Evoli mit seiner Kacktextur und so, und hat er schon längst neue Artworks. Da sehe ich das doch sofort. An Fukano sieht man es auch extrem. Weil einfach die 3D Boys and Girls einfach nicht angepasst wurden an die aktuellen Artworks und Sprites. Sie sehen immer noch so aus wie diese alten Sprites. Wo Pokémon noch einfach mehr aussehen wie Tiere und weniger wie zu vermarktendes Spielzeug. Und in dem Punkt bin ich leider auch ein scheiß Gen Warner. Wir sollen aufhören, ständig an Pokémon die abzuschleifen, links und rechts. Also bereits existierende Pokémon zu nehmen und die links und rechts abzuschleifen. So viele Sprites auch in Gen 1 sehen so badass aus. Manche sehen auch einfach nur bad aus, aber... Ein Kannibal. Ich mochte auch das fette Pikachu voll gerne. Ja, das fette Pikachu ist super. Auch die ganzen alten Plüschtiere ergeben nach heutigem Design gar keinen Sinn mehr, weil die ganzen alten Pikachu-Plüschtiere fett sind. Mega, mega geil. Oh cool, so eine kleine fette Maus, mit der man kuscheln kann. Als Kind, natürlich. Pokémon verschiedener Elementklassen.
sollte mich echt mehr auf den Kampf konzentrieren. Ich werde gerade richtig genatzt. Meine Liebe zu Glurak kommt auch eher von seinem Gen 1 zu Gilmori Artwork. Ja, oder? Ich kann mit der heutigen Variante 0 anfangen. Ich kann mit der heutigen Variante trotzdem viel anfangen, aber nicht so viel wie mit dem mit Gen 1. Hier, das, Moment, das, ein bisschen Glurak-Praise hier. Glurak-Poke-Wiki. So, wir haben, da. Wir haben einmal das hier. Zeige ich euch gleich. Dann haben wir das hier. Dann haben wir das hier. So. Ich meine, ihr kennt das bestimmt alle, aber es ist mir egal. Ich muss es trotzdem zeigen. So, wir haben aktuell Glurak MiG 15. So. Das ist das aktuelle Glurak. So, es ist okay. Wie gesagt, es ist okay. Das ist halt überall so geschmeidig. Wenn ihr dem ein weiß ich nicht, wie soll man das erklären? Es geht schlecht. Wenn man aus Glurak eine Rennstrecke machen würde, wäre das richtig gut, weil die hat viele, viele langgezogene gerade Kurven. Wow. Ups, das ist falsch. Viele langgezogene weiche Kurven. So. Und dann haben wir hier Glurak. Das ist das japanische Artwork für Glurak. Ist schon viel mehr so die knochigen Schultern und die Flügel so knick und bam und hier ist noch eine Delle und da ist noch eine Delle. Das Augen hier noch so ein Augenringe noch drin und überall sind so kleine Macken in dem Pokémon. Die Krallen sind ein bisschen größer und mega, mega cool. Und aber das Geilste finde ich, aber das ist halt wirklich nur eine pure Nostalgie-Sache, weil ich eben auch den Originalkarton und so noch habe. Ist aber egal. Ist das hier. Das sieht mit Abstand am geilsten aus. Es guckt heroisch in den Himmel. Fette Beißerchen von unten nach oben, nicht von oben nach unten. Wie so ein scheiß, keine Ahnung was. Und ah, mega. Und halt diese geile Wasserkolleur, wo noch so ein bisschen weiß mit zwischen ist und so. Das fehlt in dem neuen hier. Das ist alles nicht ausgeblichen, aber so glatt gelutscht. Hier sieht das aus, wenn ich den Strahl hier, dass ich danach Bebanthen, Wut und Heilsalbe brauche, weil meine ganze Handinnenfläche zerkratzt ist. Wenn ich den hier streiche, habe ich Angst, dass ich abrutsche und mir auszusehen selber in die Eier schlage. So, ich habe ganz schön viele Kommentare verpasst. Ich bin auch überzeugt, dass ich viele von meinem Arzt von den dynamischen Sugimori-Artworks immer noch mal bewusst oder unbewusst. Ich mag den kantigen Schädel von Glurak aus den alten Artworks sehr gerne. Die Augenringe hat es immer noch tatsächlich. Nanda to! Mit S Charizardo. Ja, okay, ich kann es erahnen. Der Grund, warum ich rot wollte, nicht blau, nicht gelb, rot. Richtig so. So richtig gemacht. So. Okay. Ah, er guckt zu. Wenn Matze hier reinkommt, ist er abgefuckt. So. Immer intensiver. Oh yeah, immer intensiver. Wow! Ein guter Treffer. Es hat sich wacker geschlagen. Ja. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Das geilste zweitgeilste, weiß ich nicht. Nehmen wir mal Rumpel. So. Das geilste Pokémon habe ich leider nicht.
für Dittri. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Um es mal auf den Punkt zu bringen, ich vermisse bei... Auch wenn das vielleicht übertrieben wirkt, weil ich spiele es trotzdem gerne und ich mag es trotzdem auch. Dennoch fehlt mir in den neuen Pokémon-Titeln immer so ein bisschen das aus dem das Mon bei Pokémon besteht. Monster! Es gibt auch Monster-Pokémon in den neuen Generationen, die halt monsterähnlicher Designs sind, aber weiß ich nicht. Oh, du kleiner Arschloch hier. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ein kraftvoller Angriff. Ach, schon wieder da drüben. Yes. Bogatau. Was nun? Oh, er crittet. Arschloch. Sie schenken sich wirklich nichts. Sie begegnen sich in Kampfposition. So, ich bitte aber Triff jetzt mal bitte hier, komm schon. Harter Treffer! Perfekter Treffer! Das hat erstaunlich wenig KP abgezogen. Es steigt wieder empor. Der Kampf wird immer intensiver. Ja, komm, mach einfach. Ich habe ja noch Aiken. Was passiert jetzt? Oh, die Attacke ging daneben. Es beginnt den Luftangriff. Ein guter Treffer. Oh, ist das Ende? Nee. This is only the beginning. So. Ringfrei für Turtok. Beide Seiten haben nur noch ein Pokémon übrig. Nun heißt es alles oder nichts. Was ist das? Ach, schwerer Treffer. 30 KP, wo ist das ein schwerer Treffer? Erfrischt Eisstrahl. Und eine volle Breitseite. Es ist am Boden. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Yes. Meine Schulter zackt. Und der linke. Irgendwie tut die weh. Wahrscheinlich, weil ich in den letzten zwei Wochen nichts anderes getan habe, als entweder am Rechner gesessen oder an der Switch gesessen. Ich brauche unbedingt einen Spaziergang. Oh. So, Arewap. Ach, fuck it, Jesse. Komm, Jesse an erster Stelle. Rumpel und... machen wir nochmal einen Underdog-Kampf hier. Aber Lim ist leider zu kacke geworden. Schneekers, komm. Schluchpuss. Der dritte und vorletzte Trainerkampf in dieser Arena beginnt. Nach diesem Kampf wartet der Arenaleiter. Wir dürfen gespannt sein. Na, Ratscha. Den Namen verstehen. Stimmt. Na nie. So. Fliegen, Bisch. Es steigt in den Himmel empor. Das ist Gesang. Der wird die Spitznamenregeln geschießt. Beide sind sehr vorsichtig. Ein guter Treffer. Schirm mit seiner völlig unnötig hohen KP-Base. Wehe, du triffst. Wehe, du triffst. Genauigkeit 50. Der Angriff zeigt keine Wirkung. Richtig so. Der Kampf wird immer intensiver. Wenn der Name nur eine Silber hat, wird einfach nur ein US angehört. Steigt wieder empor. Huh. Was ist das?
Er hätte es doch Urpschl nennen können. Oder Lurpsch. Lurpsch wäre doch super gewesen. Was geht ab? Ein böser Treffer. Das ist das geheime Pokémon Puschluch. Das ist wie Ditto, kann sich aber in alle Pokémon verwandeln, nicht nur in den Gegnern. Oh. Nein, es ist eingeschlafen. Ein schlafender Gegner macht den Kampf ganz schön einseitig. Nein. Kannst du Traumfresser, du Pissbirne? Ganz schön näherer Traumfresser? Nein. Never. Never. Risikotackle. Was passiert jetzt? Ja, ein Treffer! Beeinflusst der Wechsel das Endergebnis? Yes. Das würde das Genera doch nicht tun, Träume fressen. Nein, es zerstört sie lieber. Das war ein Wunderpunkt. Oh, ist das das Ende? Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Die heizen sich mit Drohgebären. Warum? Schlurpus. Warum nicht? Lupsch. Lupsch wäre so witzig gewesen. Und der gewaltige Erdbeben! Creed. Tokyo Creed. was Stra. Warum kann das. Betten, Freeze Hex? Nein. Ein Kräftemessen der Superlative. Weil die Silben vertauscht werden und Schlurp hat nun mal nur eine. Ja, aber dadurch, dass die Regel dann ja sowieso nicht gelten kann, hätte man auch irgendwas anderes machen können. Wie zum Beispiel. Lurpsch! Es ist am Boden. Ich finde Lurpsch witziger als Schlurpus. Die Pokémon auf der Reserve. Schlurpus klingt wie aus einem schlechten aus einem schlechten Monty Python Film. Ringfrei für Nidorino. Rinodino. Nee, Rino Nido. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Wie kommt denn das? Und eine volle Breitseite. Nidoking ist auch so ein unfassbar geiles Pokémon. Unglaublich, mit einem Schlag besiegt. Das war's, der Kampf ist vorbei. Rino Dino hätte mir auch gut gefallen. Hm. Trainerin weiblich. Steht bei Trainer männlich daneben? Hä? Vor allen Dingen ist Trainerin weiblich nicht sowieso etwas obsolet? Egal. Ich bin Elitist. Okay. Dem Pflanzen-Pokémon. Yassi! Mem! Und Knäcketot, für den Fall, dass irgendwas schief geht. Aber der wäre die Regel ja Pokémon individuell. Der Algorithmus ist allgemeingültig. Nimm letzte Silbe und pack sie in den Anfang. Wenn nur eine Silbe hängt, OS-Hand fertig. Komm, für die. Es sind 150 Pokémon. Da hätte man doch mal eine Ausnahme machen können. Ausnahmeklausel. Trigaria. Eine Wolke Stachelsporen. Der Angriff zeigt keine Wirkung. Sie scheinen ihre Stärke auszuloten. Ah! Perfekter Treffer. Och, komm schon. Bitte nicht treffen, bitte nicht treffen, bitte nicht treffen, bitte nicht treffen, bitte nicht treffen. Fick dein Bastardmutter. Och, och nee, och komm schon, och nee, bitte! Ein schwacher Treffer. Es kann sich nicht rühren. Der Kampf wird immer monotoner. Das tue ich mir nicht an, auch wenn es zugegebenermaßen keine dumme Strategie ist. Nein, nein. Ein Pokémon wechselt den an.
Oh nein, die Gen 1 OP-Attacke. Darum habe ich auch lieber geschwitzt. Ah, ich weiß nicht, ob es alle in der Gruppe mitgekriegt haben, aber auch für die, die nicht in der Gruppe drin sind, ist es auch vielleicht interessant. Oh, was ist passiert? Frag mich meine Mom heute, ob ich noch eine Switch habe. Also eine übrig. Wieso? Nein, habe ich nicht. Ja, sie hätte von diesem Animal Crossing Spiel gehört und sie würde das gerne spielen. Es ist mehr als krass. Zwei Dinge sind mehr als krass. Erstens, dass meine Mom davon ausgeht, dass ich mehr als eine Switch besitze. Wobei, ist das... Nee, okay, eigentlich, ja, okay. Und zweitens, dass das sogar bei meiner Mom angekommen ist. Wäre dir ja zuzutrauen. Ja, darum habe ich mich auch gerade selbst etwas korrigiert. Aber, wie gesagt, du hattest auch 3D. Aber nicht gleichzeitig, mein lieber Freund. Nie gleichzeitig, immer nacheinander. Bis auf den Charles... Warum habe ich... Nandato. Jetzt ist Mlem tot. Man. War das gerade ein Crit? Er muss ja gewesen sein, ne? Naja. Hätte ich Blutsauger eingesetzt, hätte ich vielleicht mehr Glück gehabt. Egal. Den zweiten 3DS habe ich mir nur gekauft, weil er auf dem einen Charles Martin unterschrieben hat, denn den wollte ich nicht mehr benutzen. RIP Mlem. Ich muss meine Mama mal fragen, wie die auf Animal Crossing überhaupt aufmerksam geworden ist. Es ist nicht so, dass sie YouTube guckt oder so. Es will den Gegner langsam, aber stetig schwächen. Die Macht der Stärke. Ein guter Treffer. Fuck it, ich frag sie jetzt. Nur noch ein Pokémon ist übrig. So. So, Moment. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Der Kampf geht weiter. Sie begeben sich in Kampfposition. Was passiert jetzt? Moment, ich muss jetzt hier zwei Sachen machen. Die Macht der Stärke. Ich guck gerade da überhaupt gar nicht auf den Bildschirm, ich gebe einfach nur ein. Ach, das ist Blütendingsi, ne? Blütentanz. Hast du von einem... Wie kommt denn da? Ein böser Treffer. Sie schenken sich wirklich nichts. So. Sie halten sich mit Drohgebärden an. Es gibt nichts, das man jetzt tun könnte. Ja, ein Treffer! Ein harter Treffer! Ja, ein Treffer! Oh, ist das das Ende? Das war's! Level beendet! Level beendet! Okay. So, ich bin wieder da. oder? So. Interpret ist so langsam, alle im Königreich hängen bestimmt gerade dran. Das wäre nicht gut.
Hast du Lex oder was? So. Okay. Ja, hier rasiert Rumpel durch, wenn nicht rasiert Aegnin durch, wenn nicht rasiert Knacketot durch. Das ist im Übrigen das Trio Infernale. Diktri zerfickt alles, Turtok zerfickt alles und Relaxo rasiert auch einfach komplett durch. Guckt euch diesen Polygon-Count von diesem Tachtenta an, Tachaten an. Übel. Ja, leider. Hm. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Ja, wenn im Königreich nicht fürstlich gespeist und vor allen Dingen getrunken werden kann, dann gucken sie alle ARD-Mediathek. Kannst du machen nix. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Trinkfrei für Morgon. Tja, du. Oh, guck dir diesen perfekten Kreis an. So, Wie kommt denn das? Was soll ich sagen? Ich hab vergessen. Nein, das sieht gar nicht gut aus. Du Arsch, was setzt die Explosion ein? Aber die Animation sieht übel gut aus mit diesem mit dieser Druckwelle. Wie, es ist nicht unglaublich. Er hat Explosion eingesetzt. Ein Doppel-K.O. Er hat Explosion eingesetzt, Mann. Okay, Aegnin, los geht's. Alles erledigt. Festgestellt, dass ich mich gerade noch weniger... Okay. Das Ding sieht fast ein bisschen aus wie Alola-Schleimer. Fehlt nur die Farbe. Die ölige Farbe. Ich sag ja Amateur, ja. Genau auf die Schwachstelle. Es steigert deine Auswahlkraft. Ein sehr okay. Erdbeben Triff. Hat Stampfer eigentlich Genauigkeit 100, wenn Kompromator eingesetzt wurde? Also trifft immer oder ist es nur doppelt so stark? Aber hat trotzdem die Genauigkeitsdefizit. Ja, trifft immer, okay. Dompteur, Bisch. Ich bin nie in meinem Leben so weit in der Arena-Leiterburg gekommen. Ich hatte aber auch nie eigene Pokémon. Okay. Kingler ist nur dabei für Feuer-Pokémon. Ja. Oh. Jetzt weiß ich nicht, welches Pokémon ich genommen habe. So. Boop, 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 boop. Los geht's. Wegballern die Ömmel. Wenn der Herausforderer nicht zu ungestüm vorgeht, sollte er mühelos gewinnen. Ja, ich hab dich gegenpredicted, du Arschloch. Seine Verteidigung ist ganz gut. Auch Kingler ist so geil groß. Weil das mit doppelten Schaden trifft in Gen 1 noch nicht zu. Oh. Aber dass die dass der Fluchtwert ignoriert wird schon. Trifft dann immer, aber macht normalen Schaden. Okay. Probieren wir mal speziell. Free Sex. Schade. Aber es macht genauso wie Erdbeben, also von daher. Egal! Das war ein Wunderpunkt!
Kampf wird immer intensiver. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Was ist das? Yes! Oh, es ist steif gebogen. Es ist zur Eissäule erstarrt. Ein eingefrorenes Pokémon kann nicht angreifen. Das ist ein Free Switch für mich. Aber nö. Warum sollte ich? Sie begeben sich in Kampfposition. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Linkfrei für. Oh, Dreck, ich hab Erdbeben eingesetzt. Hätte ich mal Eisstrahl weiter eingesetzt. Egal. Oh, die Attacke ging daneben. Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? Was nun? Das war eine Schwachstelle. Es macht keinen Sinn, eingefrorene Pokémon auszutauschen. Hier ist der Angriff. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Unglaublich, mit einem Schlag besiegt. Weil es kannst es eh nicht heilen, es kann sich selbst nicht heilen. Man kann darauf hoffen, dass der Gegner ein Feuer-Pokémon einsetzt. Aber weiß ich nicht. Es muss jetzt einiges wettmachen. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Ah! Nein, das sieht gar nicht gut aus. Ich critte hier alles weg, ey. Aber Ekin ist doch mega schnell. Ich hätte nie gedacht, dass Turtok so reinknallt. Was die Geschwindigkeit betrifft zumindest. Aber gut, es gibt auch noch nicht so viele Sweeper in Gen 1, also. Es ist eine Eiskultur. Mhm. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Ein guter Treffer. Oh, ist das das Ende? Eiskalt durchgelaufen, der Junge. Das war's! Der Kampf ist vorbei! Guckt euch diese Bauchmuskeln von Diktri an, ey. Übel. Kann ich auch durchsweepen, wa? Sein erledet mit Musler. Der dritte und vorletzte Trainer betritt den Ring. Nach diesem Kampf wartet das Finale gegen den Arena-Leiter. Oh, das ist Der Unterbauch von Traumato sieht immer aus wie diese, wie, ich hab's ja schon mal gesagt, wie diese Milka-Ostereier zum Auslöffeln. Krieg immer richtig Bock auf Schokolade, wenn ich den Unterbauch von Traumato sehe. Ach, scheiße, Schaufler. Warum hab ich den Schaufler eingesetzt? Okay. Damn. Jetzt bin ich offen für eine Attacke. Scheiß Missklick. Ich bin sicher, Vincent Raven hat sich dieses Wort ausgedacht. Unterer Bauch? Ja. Ja, geil. Dann setz am besten gleich Schaufler ein. Jetzt am liebsten gleich Schaufel an. Das wäre das Geilste. Ja, ein Treffer. Nein. Perfekter Treffer. Der Kampf wird immer intensiver. Sie halten sich mit Drohgebärden. Ich hoffe auf einen Crit. Ich meine, hätte ich Beschützer eh gekriegt, aber da habe ich keinen Stab. Schade. Wie
Ich finde cool, das ist, ich weiß nicht, ob ich das in Animation jetzt falsch gesehen habe, aber dass Lamus Blubstrahl einsetzt, also überhaupt erst reagiert, weil ihm hinten das Mushas in den Schwanz beißt. Eine Deck. Icon. Und nicht anders. Ach, wow. Passt schon. Nanda Tor. So, ich will mal gucken, ob das jetzt in Gen 1 auch schon so war. Ist ja egal, ich überhole eh. Nein. Das ist dumm. Was nun? Ein guter Treffer. Die Kraftpunkte sind unterschiedlich. Aber verständlich, dass sie da noch nicht dran gedacht haben. Ein harter Treffer. Es ist am Boden. Es geht doch erst K.O., wenn es sieht, dass Mushas K.O. gegangen ist. Welches Pokémon wird die Arena betreten? Ich liebe diese Details. Oh no. Fnohi. Nun kämpfen zwei Pokémon verschiedener Elementklassen. Yes. Was passiert jetzt? Ich hätte vielleicht Surfer einsetzen sollen, ey. Ja, ein Treffer. Es imitiert seinen Gegner. Da wieder dieses böse Wort. Hä? Welches böse Wort? Was? Ach so. Ja. Elementklassen. Schlimmstes Wort. Zum Fuße? Surfer zum Fuße? Ist das das Ende? Nur noch ein Pokémon ist übrig. So. Und nicht anders. Motto Trau. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Bin ich dicht gezogen. Wie kommt denn das? I don't know. Oh, Nanda Tor. Eine kraftvolle Attacke. Boah, auf die Bretter. Boah. Das war's. Boah. Der Kampf ist vorbei. Boah. Das muss ich euch zeigen. Boah. Boah. Mache ich das jetzt am besten. Boah. Eigentlich macht man Fanart ja immer erst ganz zum Schluss, ne? Egal! Boah. Zeig her die Scheiße. Übel. Du hast den Stream unterbrochen. Ja, das hast du. Tatsächlich. Aber das ist wert. Das Bild hat Jojo gemacht. Heftiges Stühlchen. Hier war Killer. Killers Arcani. Und Infresio. Und Knecketot, wie er da durchsweept. Geil. Weißt du was? Warte.
komm. Frag mich nicht ab. Leider. Ich habe gerade einen Fehler entdeckt. Dann behalt ihn für dich, dann bemerken wir ihn nicht. Boah. Ich zuppel mir das noch vernünftig zurecht. Bis jetzt müssen wir dann erstmal. Oder Moment, ich kann auch einfach. Oh no, ich habe das Finale verpasst. Feels Batman wie Leaves. Das ist okay. Keine kleine flüchtige Fehler sind tight. Achso. Ich sehe es nicht, Jojo. Ich mache die ganze Zeit, ich wische vor und zurück, aber ich sehe es nicht. Das sind für mich identische Bilder. Ah, doch, jetzt sehe ich es. Ha! Ja. Boah, hast du Fehler gemacht, ja, viel zu schlecht. Spaß. Hat die Relaxo-Strategie geklappt? Ja. Hat sie. War langweilig, keiner ist gestorben. Jetzt fängst du auch schon so an wie Brother Nox. Schlimm. Aber ich kann mal. Ich mach euch. Ist immer sehr geil, wenn man das. Wenn man das spontan. Oh. Moment. Ihr müsst euch gerade mal selber unterhalten. Es geht leider nicht anders. Der Ärmel, schrieb er. Ja. So. So. Ich zeig das nochmal. Ich zeig das nochmal Hausi. Das ist ein Bild vom lieben Jojo. Das ist noch das Unaktuelle. In dem Aktuellen ist der Ärmel weiß. Das ist aber auch schon alles. Hier sieht man Killer mit seinem Arcani. Und hier sieht man Infressio, der mit Knäcketod sweept. Er hat 15 Minuten für die Top 4 und 30 für die Sonderbonk-Bonks gebraucht. Yep. Ich habe richtig zerbumscht. So, und jetzt mache ich das mal weg. Yes, Windows Sound. Thank you for being my friend. So, und. Das ist jetzt sehr, sehr beta. Das wird natürlich dann zu gegebener Zeit noch ausgebessert. Das ist einfach etwas dunkler gemacht. Nicht das. So. Zuppeln wir uns das noch ein bisschen zurecht. Eigentlich kann ich das Nestock-Ding da auch wegmachen. Ich meine, die ist ja immerhin vorbei. Glurak bleibt noch da und chillt ein bisschen. Freundescode brauche ich gerade auch nicht. Ich spiele keinen Schwitz.
so schön live on cam den Shit ändern. Aber das Bit von Luke lasse ich trotzdem hier drin. Machen wir das so cool in die Mitte. Und dann, oh. Okay. Nein, Mann, nicht, dass die Scheiße bewegen hier. Hör auf mit ihrer Scheiße. Nein, hör auf mit ihrer Scheiße. Ich will nur das hier bewegen. Sieht mega nice aus. Oder? So. Ach, Team kann auch, braucht auch keiner sehen. Glock schnüffelt einen Frisius Arsch. Hallo, ist Men's not hot? Ach, da oben lugt Schneekers hervor. Irgendwo ist Schneekers, wo ist Schneekers da? So. Damn. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss das jetzt machen. Ich könnte das hier hinsetzen. Und dann nehme ich das hier. Oh, komm schon! Scheiß Piss. Okay, keine bösen Wörter. Oh yeah, Baby. Oh yeah, Baby. So machen wir jetzt erstmal weiter. So. Relax und Overlevel. Wollte nur nicht, dass er sich schlecht fühlt, nicht? So, danke Jojo. Vielen Dank. Vielen Dank. So. Das ist mein Standbild. Bestes Standbild, Limali. Ist zwar schon eine Stunde her, dass du das geschrieben hast, aber... So. Jetzt machen wir noch Koga und dann reicht's auch erstmal für heute. Würde ich sagen. Egal! Ich sehe, ich schnüffle einen Sweep. Gut, dann bleibe ich noch dran. Gift-Pokémon. Hast du gerade Pokémon gesagt? Ah, hier war wieder ein schönes. Ein Quote-unquote schönes Wortspiel drin. Erdbeben! Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Yes. Wehe, ich krieg einen Burn. Ein kraftvoller Angriff. Das hat gesetzt. Okay. Ein sehr rasanter Kampf. Das sagt die ganze Zeit Pokémon, aber nicht so auffällig, Mann. Was ist denn das? Ah, ich weiß ihn nicht. Perfekter Treffer. Oh, ist das das Ende? Okay, Schmockmock war relativ tanky. Der nächste Kämpfer macht sich bereit. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ring frei für Omos. Otmo. Wird der Pokémon-Typ wenigstens ist der konsistent. Ist es konsistent. Sie halten sich mit Drohgebärden an. Hier ist der andere. Ein böser Treffer. Oh no. Wow, mega sau. Wow! Ich bin total freaky drauf heute. Oh, Tom.
stimmst es einfach im Anime. Pokémon! Yes. Ein harter Treffer. Mitten ins Schwarze. Ich habe den Crit gewollt und ich habe ihn bekommen. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Ringfrei für Nidorina. Twerkendes etwas. Aber kein Witz, warum stand da Trainerin weiblich? Wie kann denn das dem Lokalisierungsteam abhanden gekommen sein? Nein. So, das heißt, wir haben jetzt noch Sabrina, Pyro, Giovanni und die Top 4. Und Gary. Das kriegen wir den, denke ich. Sehr progressiv. Geil. Sabrina. Mal sehen, ob der Stream jetzt wieder läuft. Oh, du warst wohl gerade nicht da, als ich gesagt habe, ich mache noch Koga und dann ist erstmal Feierabend. Schon mal verreckt Chrome nach einer Zeit. Spielen wir noch ein bisschen. Geile Minispiele. Ist aber stark. Härtner-Duell. Dann spüle ich so lange. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Oh, damn. Voll auf die Fresse gekriegt. Ich verliere. Ich habe verloren. Das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Kann ich nicht so auf mir sitzen lassen. Oh. Boah, das war echt schlimme Stulle. Aber ich hab's geschafft. Okay, welches andere Spiel kann man jetzt noch auf schwer spielen?
Chat, ihr dürft entscheiden. Los, Chat. Sandan, Rettan. Rettan! Das Problem ist aber, Rettan, dass ich das nicht justieren kann. Edi, Ratata. Ich kann bei Rettan nicht die Distanz... Rettan! Ich kann bei Rettan nicht die Distanz justieren. Ich kann nur volle Lotte schmeißen. Aber steht trotzdem zweit. Nee, ja, doch. Schneekers Junior. Okay. Oh. Ich schmeiß immer volle Lotte. Es geht nicht anders. Ist extrem. Okay, doch, es geht doch, aber man muss sehr, 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 sehr vorsichtig sein. Ihr wollt nur das scheiß Rettern schreien hören. Chance. Es ist so empfindlich. Null Punkte. Wir probieren es nochmal. Hinten spawnen ist es überhaupt gar kein Problem. War wieder zu stark. Damn. Mist. Keine Chance. Wenn man das, da muss man nur gegenpusten, dann springt er das Ganze nach hinten. Kein Bock. Kein Bock. Okay, was war das andere? Edi oder Sandan? Los. Edi oder Sandan? Why not both? Why not both? Drücke den Pilot den Akku, um zu rennen. Drücke den Schreibtisch bis nach oben, um in die Höhe zu springen. Okay. Das ist immer sehr anstrengend. Oh,
Störget. Glückwunsch. Okay. Und jetzt kommt noch Sandan. Und dann ist Feierabend für heute. Okay, drücke die L- und R-Tasten im Takt. Als erster Wasser stößt. Okay. Oh, das ging aber auch ganz schön auf die Sehnen, Junge. Ich ziehe sie alle ab. Okay, ein Spiel noch, das ging sehr schnell. Aber jetzt nicht mal ein Spiel, das ich spielen will. Kapodos auch geil. Versuche mit Kapodos Platscher den Zähler am oberen Bildschirm. Bipi, nee, nicht Bipi. Drück und halte den A-Knopf, damit Kapodos den hohen Platscher. Ja. Ist so geil. Wenn es nicht so witzig wäre. Okay, auch richtig zerbumst. Geil, ich habe in einem Kids Game gewonnen. Ich meine, in Pokémon Stadium 2 das Zählspiel auch voll geil. Oh, Pipi dauert mir zu lange. Pipi ist richtig abgefuckt. Machen wir mal Pikachu. Die kann man nur Plätscher einsetzen. Oh! Warte, hab ich die Farben verwechselt? Hallo! Kapador. Oder richtig zerbumst. Hab ich die Farben verwechselt? Ich habe halt einen normalen Controller. Blaues A, grünes B. Okay. Nanda Tor. Warte, also müssen die beiden Voltoballs explodieren und die beiden Pikachu in Fetzen reißen. So nämlich. Ne? Ah, habt ihr das gehört? Oh, das war eine Wirbelsäule. Ich muss mich bewegen. Es geht nicht anders. Was für ein verrückter. Ja, komm, ich klappe jetzt. Was für ein verrückter Strem. So nicht anders. Wir haben es geschafft, wir haben Nuzlocke geschafft. Yeah! Arena Dotter Bock ist auch schon zur Hälfte fertig. Dann haben wir natürlich immer noch. Ardo. Natürlich immer noch. Immer noch, auch wenn das falsche ist, scheißegal. Der rote Ärmel da. Der rote Eumelärmel. Dieses Schmuckstück. Das wir unserer Sammlung hinzufügen können. Übel. Knecketot hat richtig seinen Namen aller Ehre gemacht. Er hat richtig gekneckt und getotet. Thanks for streaming. Ach, sehr gerne. Morgen geht's hier weiter, wahrscheinlich ab 17 Uhr mit Gen 2, Pokémon Crystal. Also ich wüsste zumindest nicht, was jetzt in dem Augenblick dagegen spricht, dass ich es nicht mache um die Uhrzeit. Ja. Ich bedanke mich bei Jojo für seine gute Mod-Arbeit. Aktuell musst du echt nicht viel machen. Ne? Muss man auch so nicht. Das ist das Gute, wenn man klein ist, dann wird man nicht so zugespammt mit Bots. Ich bedanke mich unter anderem auch bei Jojo für das Bild. Auf jeden Fall. Danke auch an Luke für deine geile Schneekers-Geschichte. Können wir auch mal zeigen. Schneekers Gang for Life, Bitches. Ich bedanke mich bei
unserer Bundeskanzlerin. Vincent Raven. Uri Geller, Entschuldigung. Ja. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch allen eine geile Nacht und wir sehen uns dann morgen. Auf Wiedersehen.